Hallo Leute, Igelkraftwurz wird ja jetzt immer öfter abgefragt. Und da haben wir euch eine super Location rausgesucht, die befindet sich hier bei dieser Ranch. Dort findet ihr gleich 5-mal Igelkraftwurz. Das sollte für die tägliche Herausforderung genügen. Sollte es trotzdem bei euch falsch zählen, dann müsst ihr leider dann einmal die Lobby wechseln, aber das sollte dann auch kein größeres Problem sein. Wenn ihr berechnet, ihr müsstet 5 verschiedene Igelkraftwurz Location aufsuchen, dann wäre das im Vergleich doch noch schneller, falls es falsch zählen sollte, aber es muss ja nicht falsch zählen, und wenn es falsch zählt, dann wechselt ihr halt die Lobby. Sie hat das auch gemacht und sie hatte noch ein anderes Problem. Sie hatte schon sehr viel Igelkraftwurz dabei, aber ist jetzt eigentlich wurscht. Igelkraftwurz ist ja auch Ginseng und Ginseng braucht man gegen Schlangenbisse. Hier seht ihr die Location. Das ist in der Nähe der Wapiti Indian Reservation. Dort könnt ihr mit der Schnellreise anreisen und diese Ranch ist zu empfehlen. Ihr könnt, wenn ihr die 5 Igelkraftwurz hier an dieser Stelle abgefasst habt, könnt ihr auch noch looten. Ihr könnt die Häuser durchsuchen. In der Scheune befindet sich leider nichts, aber in den Häusern könnt ihr einige Sachen abgreifen, wie zum Beispiel Wundertonikum, Waffenöl ist auch da, Arznei könnt ihr finden, Brot, Pflanzenfressköder und Dosengemüse. Das könnt ihr alles finden. Und Zigaretten liegen auch noch auf dem Tisch rum, aber da hatte sie schon alles voll. Und hier auf dem Dachboden, wer in der Story aufgepasst hat, in der Story ist hier auf dem Dachboden, wenn man das Gangversteck das erste Mal ausgehoben hat, ist hier auf dem Dachboden, da wo sie jetzt gleich hochgeht, aber sie nimmt erstmal die Pomade. Pomade ist ja super ganz wichtig und das ist ja das Allerwichtigste im Spiel. Aber hier auf dem Dachboden wäre dann die Pump Action Gun gewesen in der Story, aber hier nicht. Und ich sage erstmal Ciao.